Lanxess ist ein führender Spezialchemiekonzern mit seiner Zentrale in Köln, hat um die 15.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet über 6 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Die Kernkompetenzen von Lanxess sind in der Produktion und in der Entwicklung von chemischen Zwischenprodukten, von Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Wir sind zusammen mit Julian Haspel. Julian Haspel ist der Leiter des E-Powertrain-Teams bei der Lanxess Deutschland GmbH. Herr Haspel, Kunststoffe kommen seit langem beim Verbrennungsmotor zum Einsatz. Jetzt gehen wir in den Elektroantrieb über. Was bedeutet das eigentlich für Lanxess? Ist es eher eine Chance als Kunststoffanbieter bei Ihnen oder sehen Sie da mehr Risiken? Die Frage haben wir uns bereits vor etwa 6 Jahren gestellt. Unsere Werkstoffe kommen aktuell eher im Bereich des Verbrennungsmotors zum Einsatz, weil die Temperaturen sehr gut zu ihren Eigenschaften passen. Das heißt, die niedrigeren Temperaturen bei batterieelektrischen Fahrzeugen könnten also durchaus eine Bedrohung für unser Geschäft darstellen. Die Frage wollten wir klären in einer breit angelegten Studie, wo wir zunächst uns die einzelnen Komponenten mit ihren Anforderungen angesehen haben. Und das Ergebnis war sehr eindeutig. Auch beim BEV werden unsere Werkstoffe aufgrund ihrer guten Eigenschaften weiterhin zum Einsatz kommen. Es wird sogar mehr Material als beim Verbrenner benötigt werden. Das ist auch darin begründet, dass es eben ganz neue Komponenten im BEV geben wird. Der Wandel ist für uns also klar auch eine Chance. Und infolge der Studie haben wir bereits 2018 das Team gegründet, was Sie schon erwähnt haben, das E-Powertrain-Team. Wir arbeiten im Sinne einer Vorentwicklung und erschließen neue Anwendungen im elektrifizierten Antriebsstrang. Die Vielzahl an Serienanwendungen, für die wir heute schon das Material liefern, bestätigt auch diesbezüglich unsere Strategie. Und wir kriegen unvermindert neue Anfragen, welche unserer Materialien für die jeweiligen Anwendungen geeignet sind. Ja, hochspannend. Also Sie haben sich seit Jahren schon auf diese Transformation vorbereitet. Wenn man dann Ihre Produkte anschaut, was sind so die Kernkompetenzen bei Ihnen, wenn man im Wettbewerbsumfeld andere Kunststoffe für Elektromobilität oder für elektrischen Antriebe betrachtet? Ja, wir fassen das sogar weiter als nur auf unsere Produkte bezogen. Wir nennen das Ganze High-End-Service, der viele Facetten hat. Und im Grunde fängt er bei der Idee einer Anwendung an und geht bis hin zu ihrer Umsetzung. Das heißt, wir diskutieren gemeinsam mit unseren Kunden die entsprechende Anwendung, welche Anforderung dort gestellt wird. Und dabei setzen manche Projekte sehr, sehr früh an, sodass wir auch schon in die Konzeptarbeit eingebunden werden und dort sehr, sehr grobe, kunststoffgerechte Designe zunächst vorstellen und die dann immer weiter verfeinern. Und dabei bedienen wir uns dann auch natürlich CAE, also der computergestützten Simulation, sodass wir auch mit entsprechenden Materialmodellen sicherstellen können, dass alle Lasten von den Bauteilen entsprechend der Anforderungen ertragen werden. Jetzt kann es natürlich mal vorkommen, dass vielleicht das ein oder andere Material noch gar nicht im Portfolio ist. Da kommt dann bei uns die Produktentwicklung wiederum ins Spiel. Das heißt, unsere Chemiker ersinnen neue Rezepturen, damit alle Anforderungen abgedeckt werden können. Und falls Sie sich fragen, was das womöglich kosten könnte, wir verstehen das als integralen Bestandteil unserer Kundenbeziehung und stellen das also nicht in Rechnung. Klingt alles hochspannend. Können Sie uns ein Beispiel dafür nennen, wie das bei Ihnen dann umgesetzt wird? Ja, sehr gerne. Das ist dann auch ein Schwerpunkt von meinem Vortrag, den ich halten werde. Dabei geht es um eine Entwicklungspartnerschaft, die wir mit der Firma Kautex Textron geschlossen haben. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Hochvolt-Batteriegehäuse vollständig aus Kunststoff herzustellen, auszulegen. Das Bauteil ist sehr, sehr groß, etwa 1,40 Meter mal 1,40 Meter. Also für ein Kunststoffbauteil immense Dimensionen und für die typischen Verarbeitungsverfahren wie das Spritzgießen auch nur bedingt geeignet. Deswegen sind wir einen Schritt weitergegangen und haben für das Compression Molding Verfahren eine entsprechende Rezeptur zur Verfügung gestellt und erarbeitet, um eben diese großen Bauteile auch herstellen zu können. Und wir haben eben über High-End-Service gesprochen. Es langt eben auch nicht nur, das Material zur Verfügung zu stellen, sondern heute wird natürlich auch gefordert, dass man das Ganze simulieren kann. Dazu haben wir dann auch das Material entsprechend charakterisiert und wir haben die Kennwerte in Materialkarten überführt, sodass die Berechner damit dann ihre Arbeit tun können.
Darüber hinaus gibt es dann noch materialspezifische Fragestellungen, wie etwa die Beständigkeit gegenüber Chemikalien, die typischerweise im Automotive-Umfeld eingesetzt werden. Das ist aber selbstverständlich, dass wir das entsprechend sicherstellen können. Und wenn wir jetzt von dem Projekt einmal noch ganz konkret vielleicht einen Schritt zurückgehen und auch auf die Zukunft blicken, da gibt es immer wieder neue Herausforderungen, die wir auch gerne aufnehmen und bedienen wollen. Zum Beispiel das Thema nachhaltige Produkte oder auch Kreislaufwirtschaft. Das ist nicht nur für die Kunststoffe ein Thema, sondern selbstverständlich ist das konzernweit für uns als Chemieunternehmen auch ganz, ganz wichtig. Und da haben wir sehr ehrgeizige, aber auch sehr erreichbare Klimaziele, die wir uns gesteckt haben. Also Kunststoffe bieten unendlich viel Anwendungsfelder für den Elektroantrieb. Wir werden dazu noch viel mehr hören von Julian Haspel beim nächsten K-Symposium, der bei uns ist mit seinen Kollegen und viel mehr Details dazu uns präsentiert. Sein Vortrag wird sein Current Solutions and Future Perspectives of Engineering Plastics in the Course of Powertrain Transformation. Wir sind gespannt auf das K-Symposium.